Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Origami King. Wir sind in Bowser's Fest, haben letztes Mal den Schlüssel gefunden, beziehungsweise es war wieder Luigi, der gedacht hat, es wäre der Pilzballerschlüssel gut. Schloss und Schloss, Bowser und Pete. Er kommt immer näher und irgendwann wird er bestimmt den richtigen Schlüssel haben. Ich sehe es jetzt schon kommen. Und wir wurden vor irgendwelchen komischen Slenderman angegriffen, das war übelst creepy. Aber wir haben den Key. Bowser Jr. wurde irgendwie reingezogen vor irgendeiner komischen Gestalt. Wir müssen herausfinden, wer oder was dahinter steckt. Master Key. Aufgeschlossen und weiter geht's. Hallo? Das erinnert mich übelst an Metal Gear Solid, wo Gray Fox die Wachen getötet hat und die Leichen dann erlagen. Sie wurden alle getötet und zerschnibbelt. Gnadenlos. Oh nein. Not again. What? What? Was ist das denn jetzt für Boss? Wisst ihr die Schere? Ah, und stimmt, Olivia ist auch weg. Mario! Hilf mal, ich werde entführt von finsteren Schlänglingen. Ich weiß auch nicht, was ist. Ich stehe auch nicht auf den Tag, Entei. Diese blöde Griffhand und es tut so weh, es ist so unheimlich. Wer sagt das denn jetzt? Ich hab solche Angst, Mario, dieser scheiß Wichsgriffel. Ist das eklig. Schon wieder ein Boss, jetzt geht's ab. Oh, die Pergamenton sind schon aktiviert. Was wollen wir denn noch nehmen? Ah, Feuer, ne? Den Müll hier abbrennen. Of course. Of course. Natürlich nehmen wir Feuer, Leute. Wir brennen den Scheiß hier einfach ab. Ja, der Rest ist eh irrelevant. Wir brennen den Scheiß einfach ab. Und wenn es nicht richtig ist, hier bekommen wir einen Tipp. Diese Kraft musst du aus der richtigen Entfernung angreifen. Nicht zu weit, nicht zu nah. Ja, Mitte. So. Ja, weil die leuchten. Ich dachte, Olivia kann dann durch magische Kräfte rauskommen. 11 Schaden, das ist nicht viel. Erst nicht zu bieten, nur Schwachkopf. Aus der richtigen Entfernung angreifen. Nicht zu nah. Nein, nicht zu fair, zu weit weg auch nicht. Wie ist es, wenn ich das so mache? Ach, da. Anfängerfehler, geil. Cringe, Alarm. Warum mache ich so einen dummen Fehler? Hat mir eh nicht gefallen, sage ich euch ganz ehrlich, die Anordnung. Aber jetzt, das sieht doch gut aus. Nee, sind wir nicht nah genug. Wie kriege ich das denn ran? Ich will halt hier eins haben. So. Jetzt passt es ja, jetzt drehe ich den Scheiß weg. Machst du halt die mal 2 noch drauf. Passt es doch, und dann nutzt man den Wurfhammer oder sowas. Was haltet ihr davon? Glitzer Wurfhammer, let's go. Doing. Toll. Hä? Ich will das im Internet nachschauen, aber ich weiß es halt echt nicht. Okay, er fängt den Wurfhammer, macht ja irgendwie Sinn. Aber draufspringen möchte ich halt auch nicht. In meinem Sprung ist ja egal, auf welche Distanz du bist, oder? Geh nicht zu nah ran, sagt der Tod. Ja, ach. Wenn ich zu weit weg bin, was soll das bringen? Da stand doch auch, du sollst nicht zu weit weg sein.
zu nah ran darf ich auch nicht. Da ich ja eh nicht weiß, wie es geht und ausprobieren muss, muss ich es halt so probieren. Umwerfen und draufhauen. Hol den Hammer aus. Sagen die Tods. Oh, warum? Geht doch nicht. Muss ich echt nur einen näher ran? Wahrscheinlich. Aber nicht zu nah, oder was? Hä? Könnt ihr euch mal einigen? Ja, die können sich überhaupt nicht einigen. Erst heißt es, sollte ich zu nah rangehen. Jetzt heißt es, ich bin nicht nah genug dran. Hä? Der war es ja mal richtig scheiße gemacht. Aber bei allen anderen Bossen musst du sofort was zu tun, ne? Ist hier irgendwie nicht. Das heißt sofort. Aber nach dem Tipp halt, ne? Also das ist nicht die richtige Reihe. Die richtige Reihe ist das hier, aber da ist ja schon wieder kein Ding. Ich muss halt so machen. Ja, jetzt habe ich es ja verschoben. Oh Mann, das ist arsch scheiße, pissig schwer. What the fuck? Das kotzt mich richtig an, wie schwer das ist. Du kriegst die Dinger halt nicht in die dritte Reihe, komischerweise. Jetzt ist es in der dritten Reihe, hab zwar alles verbraten, aber was soll's. So, was passiert, wenn ich jetzt, ja, ich kann nicht den Goldhammer oder so nutze. Bäm. 12 Schaden, das war sau wenig. Ha, der Führgriff lockert sich. Ich sehe ja nicht, was du da machst, aber hör auf damit. Ja. Also immer von hier aus angreifen. Von der dritten Reihe. Damit ist es auch so schwierig, die dritte Reihe zu erreichen. Jetzt ergibt alles Sinn, Leute. Ist ja viel schwieriger. Das ist eine Schatzkiste, die hätte ich gerne. Not gonna lie. Schatzkiste kriege ich nicht. Weil ich ja so machen muss. Ich weiß mir nicht anders zu helfen. Ich bin froh, dass wir so überhaupt Schaden machen. Hätte man jetzt den sagenhaften Hammer, ne? Na, dumm gelaufen. Piu. 9 Schaden, nur wie schlecht. Es klappt weiter so, Mario. Ja. Weit geht's nicht weiter so, ich bin gleich tot. Macht zwar nicht 4 Schaden, aber jedes Mal 12, ey. Vor allem, man kann das ja auch nicht blocken, das ist ein Grab. Wenn die tot zu sagen, was halt nicht stimmt. Es muss halt immer in der dritten Reihe sein, Leute. Das ist das Schwierige da. Wie ist es, wenn ich das jetzt so mache? Super, ne? Super! Cool, dann machen wir es sogar so. Gut, jetzt haben wir einen Lauf. Im Master des Worts. Das ist jetzt echt gut. Münzen und Nerz, naja. Kann mir besseres vorstellen. Auf jeden Fall gibt es jetzt doppelten Schaden. Verdammt, ich hätte den Goldhammer nehmen sollen. Macht auch ein bisschen mehr. Bist du noch? Kann fast raus. Und der wieder so. Schnauze! Schnauze! Geh wieder rein! Das ist so dumm. Mmh. Ja, dass jetzt die Münzen sind. Was soll ich mit Münzen? Das Einzige, was ich brauche, sind diese Dinger hier. Ah, ich muss so machen. Aber wobei, kriege ich doch den extra Schaden.
So, jetzt machen wir das gleich nochmal mit dem Goldhammer, Leute. Ich lerne aus meinen Fehlern. Jetzt gibt es den goldenen Hammer. Wurfhammer scheint nicht zu funktionieren. Fängst du einfach. Aber eine gute Idee eigentlich. Ah! Olivia ist gerettet. Ja, und jetzt einfach wegbrennen wahrscheinlich. Ich bin wieder frei. Es war so schrecklich eng und finster und der Geruch. Es hat nach Schimmel und nach. Ja, nach Kacke gestunken. Danke. Jetzt hätte ich die Hand ins Klo gepackt. Zelda-Anspielung oder was? So, und jetzt verpasst mir der abscheuliche Hand einen ordentlichen Denkzettel. Gibt's ja öfter die Hände in der Toilette. Lauf zu einem der Faltkreise, schnell! Natürlich jetzt. Oh, what? Ist das ein Steinschere-Papierspiel? Was ist denn jetzt los? Faltkreise sind ja gar kein Faltkreise mehr. Wenn genau betrachtet, die Faust, die gestreckten Finger und die flache Hand. Das kenne ich doch aus dem bekannten Spiel. Faust, zwei Finger, Flachhand. Ah ja. Bitte, es heißt anders. Schere, Stein, Papier. Ja, du hast recht, es klingt etwas griffiger. Ich wusste auch mal den japanischen Namen dafür, aber weiß es tatsächlich nicht mehr. Shogampo oder so, irgendwie so ähnlich. Aber egal, wie es heißt. Jetzt klopft mein fiesen Greifer auf die Finger. Der hat ja die ganze Zeit so die Hand. Also wie jetzt die Schere, I guess. Oder ist es jetzt ING? Bei Faust. Macht der jetzt eine Faust? Oh, woran soll ich das denn jetzt wieder erkennen? Gib mal einen Tipp. Gib mal einen Tipp. Tippidi-Tipp-Tipp. Wer für Schere, ne? Schere klingt overpowered. Ich bin für Schere. Komm. Spiel zu Stein, Schere, Papier, Namen, Gegner sind dein Angriff stärker, doch blocken ist knifflig. Stehst du beim Spiel weiter weg, verursachst du weniger Schaden. Ja, also voll ran. Alles oder nichts. Stein, Schere, Papier. Ja, wir haben jetzt Papier, oder nicht? Faltarme sind bereit, jetzt spielen wir Stein, Schere, Papier. Drücke A beim letzten Wort. Oh nein, Batterie. Ich wollte noch so viel aufnehmen. Ne, muss ich gleich eine Pause machen. Drücke A beim letzten Wort von Schnick, Schnack, Schnuck. Dann machen die Faltarme das Zeichen, auf dem du stehst. Ja. Ja, natürlich hat der Stein meine Inputs gereadet hat. Geil. Klasse, sehr fair. Super reagiert mal, wenn du verlierst, musst du A drücken, um dich zu schützen, ja. Ach. Ich dachte, ich soll auf Fresse bekommen. Tja, ist doch jetzt komplett ING, oder nicht? Angenommen, du machst jetzt nochmal Stein. Das wäre zwar dämlich, aber man weiß ja nie. Oh, das war aus der Entfernung fast schon. Halt die Faltarme auch gedrückt, ne? Wer macht wieder Stein? Hm. Interessant. Ist eigentlich witzig, aber ist so ein G, oder nicht? Diese Runde ging an dich. Und damit ist auch klar, wie wir ein Ding das Handwerk legen. Ja, ja. Todesgrapsch aus Zelda, ja. Ja, guck, der bahnt das an, das ist kein Angel. Der bahnt das an. Jetzt brauchen wir den Stein. Da bin ich sowas von sicher. Das glaubt ihr gar nicht. Ja, ich lasse es so, das passt schon. Muss ja nicht direkt vorne stehen. Schon gut genug. Halt, Arme. Und. Ich halte es immer gedrückt, ne? What? Unentschieden, zu dumm aber auch. Ist jetzt wirklich ein G? Täuscht mir, dass die Monster größer geworden. Oh nö.
Der sieht so aus, als würde ich jetzt Papier zeigen. Das war Stein. Wenn wir jetzt Papier retten, nur das ist jetzt verkehrt. Boah, gib nur mal einen Tipp, ey. Das ist komplett RNG, Leute. Was ist das denn? Das ist komplett RNG. Zwei dumme Eingedanke, I guess. BTF. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Wechselt er jetzt immer durch? Dann müsste ja wieder die Schere kommen. Mal Schere probieren. Ich mach da jetzt auch Shio. Das wäre so dumm. Die Mindgames sind real, Leute. Die Mindgames sind real. Ich komme gar nicht drauf klar. Ja, jetzt gibt's natürlich richtig auf Fresse. 42. Ja, ich glaube, jetzt nehme ich das, wo die Herzen mich hinführen. May the heart be your guiding key oder so ähnlich. Ich bleib jetzt bei meiner Schere. Ich mache jetzt so lange Schere, bis es richtig ist. Ich möchte seinen scheiß Hand abschneiden. Ich mache jetzt so lange die Schere, bis es richtig ist. Hey, ohne Witz. Seht ihr? Mindgames. Bam, 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 bam. Aber so nach vorne stand, hat es wahrscheinlich gereicht. Das ist ja witzig, I guess. Aber es ist halt RNG, ne? Es ist halt RNG. Mysteriöse Geister an verschwindet. Mario, es war einfach furchtbar. Ja, das auf dem Boden ist auch furchtbar, WTF. Ich hatte solche Angst, zum Glück bist du sofort herbeigeeilt. Mich zu retten, wie schon ganz so oft zuvor. Ganz still habe ich mich verhalten, wenn du mit deinem Hammer zur Tat geschritten bist. Es hat voll weh getan, ich habe mir sämtliche Papierknochen gebrochen, aber egal. Entschuldige, jetzt habe ich dich vor lauter Freude voll geweint. Ich hoffe nur, dein Latzhose wird rasch wieder trocken. Aber irgendwie geht's mir jetzt besser. Komisch, vielleicht muss ich mich mal kräftig ausrollen. Lass uns die grüne Luftschlange suchen. Nicht mehr lange, sind wir bereit für meinen Bruder. Ja, wir stehen auf Leichen. Tun wir das wie Leichen, die hier einmal waren, die Bowser angehörten. Komplett gerippt worden sind. What the fuck? Sogar unser Freund Kamek. Bowser Jr. sieht nicht getötet aus. Nur das Kart. Sieht wirklich nur so aus, als wäre das Kart von Bowser Jr. vernichtet worden. Ich könnte jetzt hier nochmal ein Part-Ende setzen, aber na, komm. Alles oder nichts. Entweder zu kurzer Part oder zu langer Part. Toll, ne? Das sind die Qualen, die man hat als Let's Playerin. Ich entscheide mich für einen zu langen Part. Da muss ich ja eh Zwangspause machen. Da ist es, das Ende der grünen Luftschlange. Wir haben es geschafft. Das ist Bowser. Bis ganz zum Schluss, das ist die allerletzte Luftschlange. Bowser. Warum hängst du da so komisch? Hängt hier ab und chillt. Das ist einfach nichts. Riesiger Thronsaal, cooler Thron. Aber als ob das unbewacht ist. Wovon träumt ihr nachts? Vorsicht! Bedankt euch bei mir! Das zweischneidige Schwert. Schere. Pause hat uns das Leben gerettet, ey. Elegant ausgewichen. Kompliment.
Es wäre ja auch eine Schande, wenn ich die Sache abgeschnitten hätte, ehe sie wirklich beginnt. Ja, ich lasse euch mit meinem kleinen Liebling spielen. Zeig mir, wie viel Schneid ihr habt. Oh, jetzt kommt der Kettenhundkampf, wa? Nee. What the fuck is this? Was ist das für eine Abomination, ey? Das sind ja... Hat die Schere dieses Ding aus den Gesichtern von Leuten gemacht? Die wurden Spotmaschees. Echt. Das ist voll creepy. Creepy und dark für so ein... Kinderspiel, sag ich mal. Warum wird das jetzt so creepy? So ernst und so dark. Von Paperboy 2 bin ich das gewohnt, aber nicht von dem Spiel umgeeignet. Kann gar nicht hinschauen, wie furchtbar. Gefällt euch meine kleine Bastelei wundervoll. Ach, welch famoser Logenplatz. Bin schon gespannt, wer von euch am besten abschneidet. ETF? Wie sehe ich dich? Wie besiege ich dich? Das wir kämpfen jetzt gegen die Schere und nicht gegen den Cringe hier. TF. Okay. Ich bin frei. Okay. Ja, man hilft nichts, ja doch. In die Köpfe. Sehr schön, dass wir dich liegen lassen sollen, actually. Aber warte mal, müssen wir gegen Pappmacho auch noch kämpfen. Das ist aber cool. Wir sind sehr kreativ und unique. Mann, alle Kämpfe sollten so sein. Nicht wie die Kämpfer halt sind, ne? Die größte Haterin des Kampfsystems, glaube ich. Jetzt kommen zwei gleichzeitig. Weil das Kampfsystem hier finde ich geil. Action-oriented. Mario, ich bin's Carmack, dieses verschnipselte Ungetüm. Hab mir meine Zauberkräfte gestohlen. Setz dich gegen dich ein. Stimmt, ne? Ein Zauber von Carmack. Du liebe Zeugsmann, so weit einmal mächtigste Zaubersprüche vor. Kannst du nicht mein Gesicht vor diesen Scheusal ablösen? Zu ihn etwas schwächen. Weiche den Zauber aus und reichst mein Gesicht ab. Ganz gleich, wie albern das auch klingen mag. Tu es. Aber erst ausweichen. Das soll der stärkste Zauber sein, der Bullshit. Ist ja gar nichts. Ich hab deine Nase. Oh, das mocht er wohl nicht. Das mocht er wohl nicht. Ja, das Erdbeben war ganz schön stark. Oh, ich wollte sagen, aber der Zauber nicht. Oh. Das war jetzt gemein. Oh, macht er es nochmal? Komm schon. Ziehen. Ziehen. Gemein. Echt. Alle guten Dinge sind drei, hoffe ich. Schießt jetzt direkt nochmal. Okay. Diesmal nur zweimal? So random irgendwie. Und wir haben Carmack gelöst. Warum sieht Carmack jetzt so aus wie Bowser? Aber nun ist es nur ein einfaches, gewaltbesessenes, massiv mächtiges Megamonster. Kümmer dich rasch drum, ja? Ach. Oh nee, den kennen wir ja noch. Von der Pappmacho-Insel. Der war auch so schwer, oder nicht? Ja, der war so sauschwer. Oh nee. Von dem Pappmacho-Rivalen-Dings da. Von den. Oh nee. Der war auch so schwer, Leute. Der war auch so schwer. Da durfte man nicht so den über Bande spielen lassen. Guck, so geht's. Ja, trotzdem erwischt einen. Ja, der ist echt schwer. Für einen Pappmacho? Definitiv der stärkste. Erwischt mich immer. Wenn ich das damals geschafft habe. Jetzt bin ich nicht schnell genug. Doch. Perfekt. Toll, jetzt muss ich geschwächt gegen die Schere kämpfen, oder was? Denk an die Schere. Bildet euch ja nichts ein, jeden schlaffen Schnipsel fehlt einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Stumpfköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten.
Final Boss, letzter Scherge von König Olli. Die Schere kann ja einen jetzt echt one-hitten. Ungeschoren kommt ihr mir nicht raus, damit das klar ist. Doch wir wollen nichts überstürzen, oder? Vergnügen wir uns so wenig, ehe ich euch zusammenstutze. Weil ich so großzügig bin, trete ich mit einem kleinen Handicap an. Passt auf. So, diese Hülle beschneidet meine Möglichkeiten enorm. Nun solltet ihr selbst eine Chance haben. Solltet ihr jedoch im Laufe unseres Duells meine schöne Hülle zu sehr beschädigen, verstoßt ihr gegen das sportliche Duellverhalten und Verstöße werden entschneidend bestraft. Kapiert? Also auf keinen Fall die Hülle von der Schere abreißen. So Leute, dann legen wir mal los. Tipp wäre vielleicht nicht schlecht. Keine Ahnung, was er machen sollte. Vor allem, warum gibt es hier die Fight-Arme? Erstmal Schatzkiste auspacken, würde ich sagen. Erstmal normal angreifen und gucken, was passiert. Aber das Problem ist, dafür die Hülle scheinbar nicht zerstören. Ja, ach. Hülle nicht zerstören. Mensch, wer hätte es gedacht, wenn er schon so anti ist. Wie sieht's aus, wenn wir jetzt ganz normal da drauf jumpen? Macht doch Schaden. Oh, wir können richtig Power-Dots-Likes, Mann. Ja, und die Hülle ist ganz geblieben. Na dann. Ist das schon die große Kunst? Einfach fair spielen und die Faltarme nicht nutzen, oder was? Was wollt ihr mir jetzt hier erzählen? Ja, aber jetzt muss ich ja Hammer benutzen, oder nicht? Ich hoffe doch, dass es so ist. Ich hab ein bisschen Angst. Vor allem jetzt hier noch schön mit dem A2, ey. Richtig gemein. Probieren wir es, I guess? Wenn ich jetzt springen würde, würde ich ja oben die Hülle angreifen. Faltarme vielleicht zum Finishen? Ich weiß nicht, Leute. Ich nutze mal den Golden Hammer. Das Blöde ist, wenn es jetzt schlecht ist, Angriff mal 2, ne? Ja, aber gut. Ich bin noch keinen Riss oben. Das ist der Abschlag. Das ist nicht bei Pokémon. Herrlich! Es ist eine Wonne. Nach so langer Zeit endlich wieder ein würdiger Widersacher. Der Rausch des Kampfes ergreift Besitz von mir. Los, keine Rücksicht. Zeig mir, wie viel Schneid du hast. Der hat auch 2 Persönlichkeiten, glaube ich. Passt ja zur Schere, ne? Die hat ja auch 2 Klingen. Witzig. Habe ich mir wieder meine eigene Lore überlegt. Oh, wieso switcht die denn jetzt? Na gut, ich kann das ja immer bei Bedarf anpassen, ne? Das müsste schon passen. Hauptsache nicht die Faltarme, die traue ich mich nicht. Faltarme traue ich mich wirklich nicht. Schere dreht sich ständig um. Achte mal aufs richtige Timing. Oh no. Oh no. Oh no. 1, 2, 3. Ich nehme auch lieber den Stiefel. 1, 2, 3. So, jetzt. Oh, ich muss ja 2-mal timen. Dreht sie jetzt hoffentlich nicht um, ja. Das ist nicht so schwer. Hauptsache, die dreht sie jetzt nicht um, ja, mein Problem. Ne. Hey, die hat ja schon gleich die Hälfte verloren. Schere, leichtster Boss, oder was? WTF, da kommen noch irgendeine Scheiße. Ich bin deine erbärmliche Angriffe müde, kleiner Mann. Ha, ihr beiden langweilt mich. Zeit fürs Großfinale. Schnipp, schnapp, lab. Ich wusste, dass er nicht fair spielt. Das war so klar. Ja, moin. Jetzt die Faltarme. Alberner Zierat. Fort damit. Je reiner makelloser ein Schlachtfeld ist, desto besser. Aber nein. Die Schere hat literally alle Pergamentons zerstört. Na tolle Wurst. Ja. Und nun?
Das hätte ich jetzt besser machen sollen. Doch die Faltarme nutzen oder was? Ja, maybe. Tatsächlich maybe. Maybe wäre es das gewesen. Ja, okay, ich nehme alles zurück. Von wegen leichtester Boss hier. Was ist das denn für ein Shit? Ja, springen sollte nicht in eine Klinge, ne? Das lassen wir aber auch schön bleiben. Wäre halt cool, hätte ich den sagenhaften Hammer oder so ausgerüstet. Ach, da sind die Pergamenter wieder. Ist halt auch die Frage, wer jetzt davon das Beste ist. Was sag ich, wenn ich hier... Aha. Denkt an das Gleiche, was ich denke, ne? Vielleicht können wir die einfrieren. Let's try it out. Button Mash. 6 Damage. Naja. War es jetzt 18 Schaden, nicht genug. Ihr seid am Ende. Dieser Angriff schnellt glatt durch jede Abwehr. Auf immer wiedersehen. Hey, darüber helfen. Geht nicht, du kleiner Schummler. Ich versuch's gleich nochmal. Halt still. Ja. Was wird jetzt entfernt? Wieder irgendwas Wichtiges? Nee, wir können Pergamente benutzen. Ist die Frage, welches Pergament schon nutzen wir? Da wäre ein Tipp. Phönix. Ist das? Nee, das ist, glaube ich, der Drache. Und das ist der Eisbär. Eisbär vielleicht einfrieren? Einfrieren klingt gut, Leute. Einfrieren klingt actually amazing. Machen wir das so. Ja, oh, den glatten Durchschnitt kann ich nicht blocken, Leute, hätte ich gedacht. Mario tritt in Aktion, oder eher gesagt Olivia. Jetzt bin ich gespannt. Das ist halt die Frage, warum, was soll ich mit Wasser malen sollen? Vielleicht schier rostig malen. Erst Wasser drauf und dann einfrieren. Das wäre eine Idee. Ja, oder... Schere ist jetzt eh bewegungsunfähig. Tiefgefroren und bewegungsunfähig. Let's go. Ich liebe diesen Spruch. Ein reines Meme. Hä? Bleibt jetzt einfach eingefroren oder was? Was ist jetzt, wenn ich mit dem Faltarm drauf kloppe? Das stelle ich doch nur im Block, oder? Ich zerstöre doch den Eisblock mit allem, was ich jetzt tue, aber andererseits... Ich hab keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung. Das klingt zu gut, Leute. Ich muss es probieren. Wir brauchen hier den Einschalter. Ja, passt doch. Let's try it out. So, wie ich die Schere jetzt hier perfekt mache. Ach, nicht der Tag vor dem Abend, Lorm. Bis jetzt zeigt immer nur das Gummiband am schlimmsten. Weil am Ende also das ganz komisch machen musste. Werfen und sweep! Und jetzt? Oh ja, jetzt voll drauf, voll drauf! Oh yes! Das war tatsächlich die Lösung, Leute. Gott, Schere ist not amused, man merkt das. Lass mir mal einen Eisbären. Eisbär ist noch da. Dann weiß ich ganz genau, was wir jetzt machen. Hesse, gar nicht so schwer dann. Ich finde, bei manchen Bossen war es so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber hier relativ logisch. Oder wenn das nur ich? Relativ logisch. Ich will das andere gar nicht ausprobieren, der... Wasserdrache oder so. Ja, das steht der Tipp. Ich glaube, Wasser ist halt nicht von der Folge geprägt hier. Klar, es könnte rosten oder so, die Schere. Ich weiß nicht. Aber das war so gut. Das muss ich einfach normal machen. Außerdem haben wir den euren Eisbär, den Knut, noch nicht in Aktion gesehen. Im Kampf.
Es reicht auch ein einfacher Hammerschlag aus und tiefgefrorene Bewegungsuppig. Er ist voll broken. Der Eisbär ist komplett broken. Leute, absolut broken. Oh, jetzt machen wir es so. Aber den Faltkreis. Nehmen wir den jetzt in der Mitte. Passt doch. Und jetzt haben wir schon gewonnen, oder was? Ja, ach. Darauf bin ich selber gekommen. Ausnahmsweise mal habe ich die Tipps nicht benutzen müssen. Wow. Ich glaub's ja nicht. Ich dachte schon, daran soll es jetzt scheitern. Bäm, 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 bäm. Und das war's mit der Schere. Das war's mit König Ollis Lakaien. Ja, kommt bestimmt noch eine Phase 2. Gut, das war ja schon Phase 2, basically. Weil, naja. Der Kampf davor war ja auch ein Kampf. Na, wie hat dir das gefallen? Hast du jetzt genug? Wer mein Freund Mario und schätzt, den stutzen wir zurecht. Jawohl. Genug? Oh, oh. Ich habe eine Börse. Nein. Geh da nicht dran. Olivia. Olivia hat die Schere getötet. Keine Abschlussworte. Das ganze Teufelswerk wird wieder rückgängig gemacht. So wie es sich gehört. Halleluja. Vortrefflich, Mario. Ich bin wieder ganz alt. Mein kostbares Zauberzepter inklusive. Vielleicht bist du ja doch nicht so klein, doof und blöd und stinkt, wie Papa immer sagt. Dann brauchen wir jetzt nur die grüne Luftschlange abzwängen. Machen wir es am besten wie immer mit einem großen Hammerschlag. Wie wäre es, wenn wir es nicht machen und erstmal speichern und den Part beenden? Nein! Nein, möchte ich nicht. Olivia, beende ich einfach hier den Part. Brauch keinen Speicherblock dafür. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr es wieder favorisieren. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Gibt es bestimmt Cutscene und Story und ich muss einfach hier den Part beenden, Leute. Schere war überraschend easy. Keine Ahnung. Also ich fand das Gummiband am schwersten. Wobei ich die alle nicht so schwer fand von König Olli. Fand den Eisbären und den Phönix am schwersten. Von den Pergamenton-Viechern. Naja. Gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Stay awesome. Eures ist hier. Ich lade jetzt die Joy-Cons auf und dann nehme ich später weiter auf. Na, wisst ihr Bescheid. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!